Überraschend gefällig, überraschend anders. Der Renault Laguna ist mehrere Blicke wert, im Detail und im Gesamtkonzept. Überrascht und überzeugt der Laguna in der von uns getesteten Grand Tour-Version mit dem durchzugsstarken 2,2 Liter Common Rail Diesel wirklich. Just because you'll always be miles ahead of me. I don't see why I shouldn't try. Man darf nicht müde werden zu erwähnen, dass Renault sicherheitstechnisch den Ton angibt. Als erster Automobilhersteller überhaupt hat es Renault geschafft, bei gleich drei Modellen, nämlich beim Megane 2, beim Velsatis und beim Renault Laguna 2, 5 Sterne beim international anerkannten Euro NCAP Crashtest zu erhalten. Um gleich bei 3 Fahrzeugen 5 Sterne beim Euro NCAP Crashtest zu bekommen, bedarf es einem ausgefeilten Sicherheitskonzept. Das natürlich im Fall des Falles, nämlich bei einem Unfall, die Insassen wirkungsvoll schützt. Dafür sorgt beispielsweise der Aufbau der Karosserie. Beim Laguna sind neuartige, ultrahochfeste Stahlbleche im Einsatz, die ob ihrer Steifigkeit die Kräfte bei einem Aufprall optimal verteilen. Hervorheben müssen wir in diesem Zusammenhang den Bremsassistenten, mit dem jeder Laguna die Produktionshalle serienmäßig verlässt. Und der funktioniert folgendermaßen. Sobald ein Sensor feststellt, dass eine Vollbremsung durchgeführt wird, tritt ein spezieller Bremskraftverstärker in Aktion und sorgt dafür, dass sofort, bevor noch kostbare Meter verschenkt werden, der maximale Bremsdruck aufgebaut wird. Ein perfekt durchdachtes und funktionierendes System, das durch seine Wirkungsweise selbst bei unserem Test einen Fastunfall locker verhindert hat. Keyless Entry, was oft nicht einmal in der absoluten Top-Luxusklasse zu finden ist, das bietet Renault flächendeckend bei fast allen Modellen. Großer Vorteil dabei, das Auto öffnet und schließt automatisch, erkennt seinen Besitzer und stellt sogar automatisch die richtige Sitzposition ein. Ist ein absolutes Technologiezuckerl, das man ganz ehrlich nicht zum Leben braucht, aber hat man Keyless Entry mal verwendet, dann möchte man es nie wieder missen. Time will come and I don't think I will let another chance pass me by. Die Airbags, eine wesentliche Komponente des Insassenschutzes, sind beim Laguna 2-stufig und adaptiv. Ein System ermittelt und steuert dementsprechend das Volumen der lebensrettenden Luftkissen. In der Praxis heißt das, kleine Kräfte, kleiner Airbag. Shepherds kräftig, gibt's volles Luftvolumen, um auch alle anderen Körperteile zu schützen. Renault hat immer gute Autos gebaut, allein meinen Geschmack haben sie manchmal verfehlt. Mir war das ganze Innenleben immer ein bisschen zu plüschig. Aber auch das ist jetzt anders, man braucht sich nur die Armaturentafel anschauen, die Haptik des Innenraums, das feine Leder, das Alu-Design, all das ist ästhetisch und wirklich gefällig. Kantig und charaktervoll wie alle aktuellen Renault-Modelle zeigt doch der Laguna, dass man nicht im langweiligen Einheitsbrei mitschwimmen muss, um technologisch hochwertige und gefällige Autos bauen zu können. Sicherheit im täglichen Fahrbetrieb ist eine Komponente, die leider nicht getestet werden kann und für die es daher auch keine 5 Sterne gibt. Fakt ist aber, dass der Laguna vom Fahrwerk über die Bremsen
bis hin zu den elektronischen Helferlines à la ABS, ESP oder ASR auch hier in der Champions League der Autobauer mitspielt.